Live hier im Studio begrüße ich dazu jetzt den Epidemiologen Gerald Gardt-Lehner von der Donau-Universität Krems. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Herr Professor, würden Sie das auch so sehen wie der Bundeskanzler, dass Corona jetzt von einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen Problem wird? Also ich denke, mittelfristig zählt dann natürlich Eigenverantwortung, weil jeder für sich selbst entscheiden kann, ob er oder sie sich impfen lassen will. Derzeit, glaube ich, ist es noch zu früh, weil wir erst etwas mehr als 40% der Bevölkerung voll immunisiert haben und auch einiges an Information noch für die restliche Bevölkerung, die noch skeptisch ist, fehlt. Also da gibt es noch wirkliche Defizite in Österreich. Tatsächlich steigen die Zahlen ja wieder. Die Inzidenz ist fast doppelt so hoch wie letzte Woche. Jetzt Kollege Umweltmediziner Hans-Peter Hutter hat im Mittagsjournal heute gesagt, man könne sich nicht gegen den Eindruck wehren, dass seit der großen Öffnung am 19. Mai alles viel zu schnell gegangen ist. Ist das so? Also, dass die Zahlen steigen werden, war erwartbar. Man sieht das auch in den benachbarten Ländern in Europa. Ich denke, Österreich ist noch in einer relativ komfortablen Position, aber wir wissen, in welche Richtung es gehen wird. Es wird steigen. Das, was wir vermeiden sollten, ist, dass es zu Situationen wie in den Niederlanden kommt, wo sich innerhalb in einer Woche die Zahlen versiebenfachen. Aber war es da zum Beispiel gescheit, die Nachtgastronomie zu öffnen? Genau das hat man in den Niederlanden auch gemacht. In einzelnen Clubs hat es über 100 Fälle gegeben, trotz Eintrittstests. Und seit dem Wochenende ist die Nachtgastronomie jetzt wieder zu und die großen Veranstaltungen auch. War das gescheit, das bei uns alles aufzumachen? Ich denke, das ist genau das, was den Epidemiologinnen und Epidemiologen Sorgen macht. Ich glaube, da sollte man die 3G-Regel vielleicht etwas strenger gestalten, dass man vielleicht sagt, Wohnzimmertests gelten überhaupt nicht. Idealerweise sind es PCR-Tests oder sonst nur Geimpfte und Genesene. Denn diese Zusammensetzung aus jungen Leuten, hohem Risikoverhalten und der Delta-Variante kann dann natürlich schon zu wirklichen Superspreader-Ereignissen führen. Griechenland geht noch weiter, hat der Premierminister heute Abend verkündet, in Innenräume von Gastronomiebetrieben und in die zu Kulturveranstaltungen indoor dürfen nur mehr Geimpfte. Ist das gescheit? Aus epidemiologischer Sicht wäre das natürlich sehr gut, aber ich glaube, das ist ethisch nicht vertretbar. Man muss doch der gesamten Bevölkerung Zugang zum normalen Leben geben und das halte ich auch für richtig. Warum eigentlich? Wenn sich jemand partout nicht impfen lassen will, warum soll er dann die gleichen Rechte haben wie Menschen, die sich impfen lassen? Ich glaube, man muss es fast aus der anderen Perspektive sehen. Warum sollen sich Geimpfte durch Maßnahmen einschränken lassen, nur um jene zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollen? Sonst, glaube ich, soll man wirklich allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu allen Möglichkeiten geben. Und für die, die sich nicht impfen lassen wollen, die müssen halt dann die ganzen anderen Maßnahmen wirklich mittragen, die notwendig sind. Aber jetzt könnte man ja auch sagen, es haben Menschen, die getestet sind, die gleichen Rechte wie Geimpfte. Es werden hunderttausende Tests jeden Tag in Österreich durchgeführt. Die sind gratis, die kosten ein Vermögen für die Allgemeinheit. Warum sollen eigentlich die Geimpften, für die sie sich nicht impfen lassen wollen, die Tests bezahlen? Sollten die nicht zumindest einen Selbstkostenbeitrag bezahlen? Vielleicht würde das auch den Reiz erhöhen, sich impfen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist ein Anreiz, den man sicher überdenken kann. Derzeit, glaube ich, ist es einfach noch nicht so weit, weil wir noch eine bestimmte Gruppe an Skeptikern oder Sorglosen haben, die wir noch überzeugen müssen, impfen zu gehen. Wie überzeugt man die? Dazu braucht es wirklich gute, objektive Gesundheitsinformation. Und da haben wir wirklich noch Defizite in Österreich. Denn die Skeptiker wollen die Daten am Tisch haben. Die wollen die Vorteile und Nachteile sehen. Und dann jeder muss für sich selbst abwägen. Und da sind wir noch nicht so weit. Reicht es nur mit Überzeugen? Es gibt andere Länder, die es zum Beispiel auch mit finanziellen Anreizen probieren. Grundsätzlich, glaube ich, sollte der Kreativität da wirklich keine Grenzen gesetzt sein. Man kann Anreize bieten, man kann Geschenke machen, man kann Tickets günstiger machen. Also alles, was das Ziel erreicht, finde ich, ist legitim. Jetzt hat der Bundeskanzler am Wochenende auch gesagt, für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Aber ist das wirklich so? Wir sehen ja, man hat es zum Beispiel im Untersuchungsausschuss im Parlament gesehen, dass sogar Menschen, die zweimal geimpft sind, sich mit der Delta-Variante anstecken können. Ein wie großes Problem wird das? Für die Geimpften, glaube ich, wird es kein großes Problem werden. Für die Ungeimpften wird es ein größeres Problem sein, weil dann auch manche Geimpfte plötzlich wieder zur Infektionsquelle werden. Aber wir wissen aus Daten aus Israel zum Beispiel, dass die Geimpften, die sich wieder infizieren, eigentlich keine schweren Verläufe mehr haben. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber für die Ungeimpften bedeutet das natürlich, dass eine zusätzliche Infektionsquelle dazukommt. Jetzt sieht man ja bei den Ländern, wo die Infektionen sehr stark steigen, dass die Fälle in den Krankenhäusern nicht annähernd so zunehmen.
Heißt das, dass mit der Impfung Corona ab Herbst sowas Ähnliches wird wie die Grippe? Also dass das Virus zwar nicht mehr weggeht und im Einzelfall auch sehr unangenehm sein kann, aber dass man keine speziellen Maßnahmen mehr braucht? Also wir werden uns an ein Leben mit Corona gewöhnen müssen. Corona wird nicht mehr weggehen und in 2, 3 Jahren werden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich an Corona erinnern können und wollen. Wir werden damit leben. Es wird zurückgehen und es wird die Durchseuchungsrate in der Bevölkerung steigen und der Rest wird sich impfen lassen. Aber wenn das so ist, braucht es denn eigentlich die Quarantänevorschriften noch? Wegen einer Influenza muss ja auch niemand in Quarantäne. Die Quarantänevorschriften für die Ungeimpften sollten weiter bestehen bleiben. Die Geimpften sind ohnehin jetzt schon K2-Personen, aber das sind die grundsätzlichen epidemiologischen Voraussetzungen, die es eigentlich immer geben soll. Aber wenn jemand geimpft ist und sich trotzdem infiziert, kriegt er einen positiven PCR-Test, muss er nach Stand derzeit in Quarantäne. Wenn ich Grippe kriege, muss ich nicht in Quarantäne, ja. Habe vielleicht sogar schlimmere Symptome. Ist das noch gescheit? Also ich denke, das muss man dann wirklich von der Gesamtlage im Herbst, in der kälteren Jahreszeit beurteilen. Und wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, das, was uns immer Sorgen gemacht hat in den letzten 1,5 Jahren, war die Überlastung des Gesundheitssystems. Wenn das nicht droht, dann kann man wahrscheinlich diese ganzen Maßnahmen zurückfahren. Und dann sind wir bei der Eigenverantwortung. Dann entscheiden die Leute, ich lasse mich impfen oder ich nehme das Risiko einer schweren Erkrankung in Kauf. Frankreich ist da nicht so tolerant. Da hat der Präsident heute Abend eine Impfpflicht für das gesamte Gesundheits- und Pflegepersonal verkündet, damit die Menschen, die in diesen Einrichtungen sind und die sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen, damit die trotzdem geschützt sind. Wäre das gescheit? Ich glaube, das ist etwas, das wir auch in Österreich andenken sollten, weil natürlich Personen in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, den dort behandelnden Ärztinnen, Ärzten, Pflegepersonen anvertraut sind. Und das ist doch eine sehr wichtige Verantwortung. Und die Delta-Variante verzeiht weniger als die andere Variante und es wird hier zu Übertragungen kommen. Das heißt, eine Impfpflicht im Gesundheitsbereich, das kann ich durchaus verstehen, dass das in Frankreich angedacht wird. Müsste man nicht konsequenterweise auch eine Impfpflicht für Pädagogen und Pädagoginnen einführen, weil Kinder ja auch nicht geimpft werden? Das stimmt, aber Kinder haben doch wesentlich leichtere Verläufe in der Regel als jetzt ältere Personen oder Personen mit Zusatzerkrankungen. Also wäre nicht notwendig, Ihrer Meinung nach? Wäre meiner Meinung nach nicht notwendig. Jetzt gibt es trotzdem in Österreich rund 1 Million Kinder bis 12, die man nicht impfen kann. Viele machen sich Sorge wegen der Schulen ab September. Was müsste man da jetzt im Sommer denn noch tun, damit die Kinder nicht wieder mit Masken und oder gar im Distanzunterricht in der Schule sitzen? Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, alle Schulklassen mit Luftfiltern auszurüsten. Wäre das gescheit? Luftfilter wären sicher eine gute Idee und es wird auch von der Gesamtsituation abhängen, ob diese Schultests überhaupt wieder durchgeführt werden müssen. Denn wozu werden die gemacht? Die wurden gemacht, um die Gesamtbevölkerung zu schützen. Kinder erkranken ja relativ selten schwer. Und dann ist auch die Frage, muss man jetzt wirklich alle Kinder testen, um jene zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollen? Diejenigen, die sich nicht impfen lassen können oder von denen man ausgehen muss, dass die Immunabwehr nicht gut ist, die müssen sowieso extra und speziell geschützt werden, auch gegen andere Infektionserkrankungen. Gut, das mit den Luftfiltern kann man sich ja nicht erst im Herbst überlegen. Die müsste man ja, wenn dann jetzt anschaffen. Sollte man das machen? Es wären ziemlich viel, gibt aber tausende Schulklassen in Österreich. Es wäre nicht ganz billig. Andererseits, die Pandemie hat schon ein Vermögen gekostet. Sollte man diese Luftfilter in alle Schulklassen stellen? Ich denke, es gibt relativ gute Evidenz, dass Luftfilter gut wirken und es wäre eine gute Alternative zu den Tests. Herr Professor Gartlehner, vielen Dank für den Besuch. Gerne.